Hallo Freunde und willkommen zurück zu Lily, Child of Geos. Wir sind immer noch dabei, Blümchen zu suchen und uns in diesem etwas gruselig anmutenden Raum oder Haus umzugucken. Aber ich glaube sehr viel mehr als... Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Der war genau neben mir, ich habe den nicht gesehen. Ja, wieder die 10.000 geknackt. Besuche den Trainer. Nein, machen wir jetzt nicht. Wir gucken uns hier nur ein bisschen um. Wir haben jetzt hier keine Geister mehr in der Stadt. Waren ja bloß die 5. Aber in irgendeinem der Häuser werden wir hoffentlich noch fündig, was die Süßigkeiten angeht. Und nebenbei sammeln wir noch ein paar Blumen. Oh, hier steht ein Pirat. Ameisenkiller, eine Lupe. Sehr cool. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Arr, ich bin ein Pirat und ich habe einen Fisch auf der Schulter. Ist das ein Fisch oder was soll das sein? Oh, wow. Du hast echt einen Fehler gemacht. Hast du nicht die ganzen Warnzeichen gesehen? Yep. Ich bin schlecht daran, mich an Regeln zu halten. I'm a Frigian Wood Pirate. Ich bin ein Holzpirat. Weißt du, was Holzpiraten mit Leuten tun? Ihnen Splitter geben? Warum hast du keine Angst vor mir? Das zerstört mein Ego. I think you need more than just that. Du brauchst ein bisschen mehr als das, um furchterregend zu sein. Ach ja? Ich habe immer davon geträumt, einen mächtigen Bart und ein asiatisches Schwert zu haben. Oh, das wäre so piraten-like. Check out this katana. Ah. Wird das reichen? I happened across it here in Splitwood. Das ist awesome, ja, das ist spitze. Warum ist es mit Saft bedeckt? Das ist seltsam. Es ist perfekt. Komm zurück, wenn du alles hast. Ich kann es gar nicht erwarten, mit meinem neuen Bart und dem Schwert anzugeben. Was wäre, wenn ich ein Bartschwert erfinden würde? Ich wäre Gott. Okay, jetzt weiß ich, wie das funktioniert mit den Quests. Das Ganze ist... Die Questgegenstände befinden sich in Truhen. Das sind die ganzen Treasures, die ich immer einsammle. Das ist schon wieder der Typ. Und in diesen Treasures, in diesen Schätzen, befinden sich dann immer solche Sachen, die wir halt brauchen. Circus. Gehen wir mal in den Zirkus. Ach, der Zirkus ist jetzt so ein Einzelraum. Der wird gar nicht auf der Map so richtig angezeigt. Gucken wir uns hier nur ein bisschen um. Das sind Bomben, die können wir nicht gebrauchen. Oh, da steht was. Diese Tür ist für den Bürgermeister. Außerdem solltest du nicht hier sein. Außer du bist der Bürgermeister. Oder du performst für den Zirkus. Wenn du nichts davon bist, hau ab. And then see Skillet for Souping. So. Hallo,
Du siehst agil aus. Oh, du solltest nicht hier sein. Ah, pscht, erzähl es keinem. Ich bin auf einer Mission. Watch me flail. I can spin. Watch me prance. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. Of that when I walked in. Ich sah etwas davon, als ich reingekommen bin. Girl, you ain't seen nothing. Unless you seen me flop. Du hast nichts gesehen. I can flop. I can whirl. I got goofy legs. Okay. Er hat etwas ungeschickte Beine. Das ist großartig für dich. Girl, I can do a flips. The snaps. I can feel my legs. Ich kann meine Beine nicht spüren. I can do the splits and the splats. Oh, diese Slang-Sprache ist fürchterlich. Ooh. Once I did spuns. While I had the spins. I got the jumpity jumps. The major removed part of my brain. Ach, der hat mir einen Teil vom Gehirn geklaut. I can also drop it right to the floor. Drop what? My pride. You received the clown nose. Okay, ich habe die Clownsnase bekommen. Wofür auch immer wir die gebrauchen können. So, mehr gibt's hier nicht, oder? Ach, hier kann man wahrscheinlich hochklettern, oder? Kann ich da hochklettern? Nee. Nee. Da kann ich nicht hochklettern, also gehen wir wieder raus. Schauen wir uns noch ein kleines bisschen um. Kann ich hier zwischendurch? Nee, passe ich nicht durch. Ich bin zu fett. Wer bist denn du? What is the horsey und was ist der pferdigste Part eines Pferdes? Wahrscheinlich der Pferdehintern. The horror, the horror. Okay, mehr sagt er nicht. Ach, hier ist noch ein Topf, den wir zerschlagen können. Finden wir hier irgendwas? Vielleicht ist irgendwas hier hinter versteckt. Nein. Okay, das ist dieser Süßigkeiten-Typ. Wir haben jetzt 40 Vasen zerbrochen von 1000, die wir insgesamt für ein Achievement zerbrechen müssen. So, ich gucke mich hier nochmal. Da ist noch eine Truhe, sehr schön. Die ich noch nicht aufgemacht habe. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, ich habe den Bart. Sehr cool. Jetzt kann ich zu den Piraten zurück und kann ihm seinen Bart geben. So, wo war jetzt der Pirat? Hier war nix. Ich gehe erstmal zu ihm zurück und gebe ihm seinen Bart. Gott, wo waren der nochmal? Der war ja in irgendeiner etwas gruseligen Gasse. Ah, hier hinten war das. Ich habe ein Bart für dich gefunden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals zu jemandem sagen würde. Aber ich habe. Der Bart ist super. Ich werde so gruselig aussehen. Verstanden? Ich bin so witzig. Jetzt hast du alles. Mann, schau mich nur an. Ich bin gruselig und unglaublich. Du bist wirklich was. Jetzt kannst du so tun, als wärst du ein echter Pirat. Ich bleibe hier. Hä? Don't you want to go out and pillage? Willst du nicht raus und dich amüsieren? Denke ich mal so sinngemäß, wird's wohl so sein. You see all the work I put into this alley. Siehst du die Arbeit, die ich in diesen Ort gesteckt habe? If you're busy pillaging. Plus how will people know to be scared? Wie sollen die Menschen wissen, dass sie Angst vor mir haben sollen? Also gut. Schneid dich nicht selbst, wenn du dir den Bart schneidest. Mit deinem Schwert. Piraten rasieren sich nicht, Ma'am. So, jetzt haben wir eine weitere rote Blume gekriegt. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal zurück, denn ich habe da unten noch was gesehen. Ach, das ist eine verschlossene Tür, da komme ich nicht rein.
Okay. So, achso, mit dem Typen habe ich schon ein paar Mal gequatscht hier. Das ist der Typ mit seinem ollen Bewerbungsgespräch. Da wollte ich rein, genau. Das sieht mir aus wie ein Fotograf oder sowas. Warum hängen hier überall schon Fotos von mir? Werde ich etwa observiert oder was? Hier hängen ja nur Fotos von mir. Der hat meinen Hintern fotografiert, der Typ. Ein Stalker. Ach du Scheiße. Ich gucke mich hier erstmal um. Was habe ich jetzt gekriegt? Ah, Hipster-Brille und jede Menge Münzen. Sehr geil. Gucken wir uns doch mal an, ob wir die Hipster-Brille als Hut benutzen können. Nö. Dann setze ich wieder meine Mario-Maske auf. Beziehungsweise mein Mario-Hut. Der Typ ist mir unheimlich. Und vor allen Dingen, das Foto verstört mich. Da. An meinem Mützenschirm. Der hat meinen Hintern fotografiert. Warum tut er das? Es sieht aus, als hättest du eine Menge interessanter Fotos. Danke. Ich bin ein talentierter Fotograf. Aber diese Bilder sind von mir. Von dir? The Hubris. Hubris weiß ich nicht. Die sind alle von mir. Und einige von diesen Bildern sind fragwürdig. Ja, das sehe ich genauso, lieber Freund. Und ich bin erst seit ein paar Minuten auf dieser Insel. Wie hast du alle diese Fotos bekommen? You are terrible. Du bist so selbstsüchtig. Not everything is about you. Es geht nicht nur um dich. Oh, look at me. Oh, sieh mich nur an. Jeder will Bilder von mir machen. Ich bin so heiß. Jeder liebt Lily. Check out my amazing hair. Guck dir mein tolles Haar an. Oh, und meine Brille. Ich bin so super. Warte, ich habe dir meinen Namen nie gesagt. Shh, nicht stören. Ich bin Lily. Hä? I'm Lily. Ich rede, wann immer ich will. Denn die Leute interessiert es nicht, wie unhöflich ich bin. Kannst du bitte diese Fotos runternehmen? Die sind verstörend. Du bist verstörend. Wenn du willst, dass diese Fotos runtergenommen werden, dann sollten wir einen Deal machen. Ich will 3 Fotos. Eines sollte innerhalb des Zirkuszeltes sein. I know there are constructs doing silly things in there. If only everyone could see their silly nonsense. Das nächste Foto sollte innerhalb von Hemlocks Haus sein. He's doing something creepy in there. Macht da was Gruseliges drin. Ich weiß es. Ich will einen Beweis. Ich will jedem zeigen, wie gruselig er ist. Das letzte sollte aus Mailbots Postbüro sein. Here's a slob. The people of Geos should know they can't hide their weird habits from me. Die sollten wissen, dass sie ihre Geheimnisse von mir nicht geheim halten können. There are not only ones with weird habits. Da sind nicht nur welche mit seltsamen Angewohnheiten. I'm looking at you, sir. Ich sehe dich an. Wo finde ich diese Orte? I've marked them on your map. Get off your high horse and go take these photos. Ich habe sie auf der Karte markiert. Komm von deinem hohen Ross runter und mach die Fotos. Use this hat so you can look more inconspicuous. Nimm diesen Hut und dann siehst du etwas, ja, cooler aus. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Fotos gemacht kriege. Ich soll eins im Zirkuszelt machen. So, wie mache ich die Fotos jetzt? Wie mache ich jetzt die Fotos?
Ah, wahrscheinlich. Nee. Wie soll ich denn jetzt hier das Foto machen? Ich weiß gerade nicht, wie ich das... Ach, da steht ja der Fotoapparat. Klick. Den hat... Ach so, warte mal, da ist der Ausgang. So, dann haben wir schon mal eins von zwei Fotos. Und das zweite ist da unten und das andere ist dann wieder ganz woanders. Und hier in diesem etwas gruseligen Haus. So, dann haben wir jetzt zwei von drei Fotos fertig. Gut, mit dem habe ich schon gequatscht. Kann ich hier auch rein? Nee, da brauche ich auch noch einen Schlüssel. Hier ist ja schon wieder dieser Fischtyp. Was kann ich hier in Splitwood machen? Always a good time. Speak with him if you haven't done so already. Ach so, dieser Jonglier, dieses Jonglierkonstrukt, mit dem habe ich schon gequatscht. He will take you on a cosmic journey to ecstasy. Into ecstasy. Er wird dich auf eine kosmische Reise in die Ekstase mitnehmen. I mean seduction. No, wait. That's not right either. Das ist auch nicht echt. Richtig. Sprich mit mir noch, oder sprich nochmal mit mir, wenn du weitere Informationen brauchst. Och, mein Englisch ist echt total holperig. Zumindest beim Sprechen. Lesen ist was anderes, da verstehe ich das Sinngemäße relativ gut. Aber Vorlesen ist da ein bisschen schwierig. Für mich. So, was bist du? Bist du ein Barkeeper für die Geister, die hier leben? Ja, das bin ich. Slaughterhorn is one of my major's most loyal guards. Slaughterhorn ist einer meiner treuesten, ja, Guards, Wächter. Er hat Häuser überall über Geos verteilt. Könntest du was für mich tun? Bist du Slaughterhorn? Use Slaughterhorn. He's the only one who comes into the zone. Slaughterhorn ist der Einzige, der in dieses Haus kommt. Und solange Slaughterhorn fell into the path of meat, Ray, I'd say you aren't Slaughterhorn. Und solange er nicht zu Fleisch geworden ist, würde ich sagen, du bist es nicht. Also, warum auch immer, ich vertraue dir. Oder wenigstens habe ich keine Angst vor dir. Du hast keine große, gruselige Maske. Geschmückt mit seltsamen Federn. If by chance you run across the construct that's wearing a silly green hat, wenn du über eine über ein Konstrukt stolperst, das eine grüne Mütze trägt oder einen grünen Hut trägt, lass ihn wissen, sein Bruder sucht nach ihm. Dein Bruder ist wird vermisst? Irgendwie schon. His name is Rake. Sein Name ist Rake. Oder Rake. Er hat sich vor ein paar Tagen selbst in Schwierigkeiten gebracht. Ich hoffe nur, er wurde nicht zur Mühle geschickt. Okay, ich lasse es ihm wissen. So, nächste Nebenaufgabe. Wir sollen den Bruder von diesem netten Konstrukt finden. da kommen wir nicht rein. Da sind wir gerade bei. Mit dem haben wir schon gequatscht. Der will seine Süßigkeiten wieder haben. Nö, da brauche ich jetzt auch nicht hoch. Ich gehe mal hier runter und gehe mal hier hoch. Ich glaube, hier oben bin ich auch noch nicht lang gegangen. Rust Grove. Hier ist schon mal wieder eine Truhe. Sehr schön. Wir haben einen Schal gefunden. Ein Scarf. So, hier oben steht nämlich auch noch einer. Den habe ich wahrscheinlich auch noch nicht kennengelernt.
Trägst du einen grünen Hut? Hi. Hi, Sir. Wow, that was really rude. Das war sehr gemein. Nicht gemein, nur ehrlich. It's a quality severely lacking in this world. Okay. I'm sure that thinking will make quite an impression on the Major. We haven't crossed paths yet, but I'll treat him no differently. You can't go around looking like someone jammed a tombstone into a pine cone and think you won't be mocked by the likes of me. Ich übersetze das jetzt auch nicht mehr, das ist mir zu blöd. Weil vieles wüsste ich selbst gar nicht, wie ich das für mich selbst übersetzen soll. Hauptsache sinngemäß kriege ich es irgendwie im Kopf hin. Wie bist du so geworden? You mean fashion, savvy? I want to spend some time on Leo Rio Island. The fashion shows they had there. You wouldn't believe. Du würdest nicht glauben, was sie für Modeshows dort drüben haben. It opened my eyes to a whole new world. Es hat mir die Augen für eine komplett neue Welt geöffnet. A world where people know how to dress. Eine Welt, wo Menschen wissen oder Leute wissen, wie man sich anzieht. Then I came back here. Dann kam ich hierher zurück und wollte mir die Augen ausbrennen. The people of Geos would be fine waking up every day clothed in trash bags and clothes bins. I'm gonna put a stop to that. Okay, das ist so ein Modefuzzi. How do you plan to do that? Wie willst du das tun? I'm gonna start at the top with that Major. Once I get him to look in the mirror and see that fashion travesty looking back at him, he'll change everything. All of Geos will be dressed in the finest attire, and it will be because of me. He'll have to make honorary statues of me. Okay, er will eine Statue gebaut kriegen. Ich wünsche dir viel Glück. Lass mich wissen, wie dein Plan läuft. Du wirst es wissen. You'll realize it the instant they aren't wearing that street filth anymore. Okay, seltsamer Typ, aber okay. Da ist nichts hinter. So, gucken hier nochmal eben. Ah, da ist noch was. So, und dann soll es das auch für heute erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim selber spielen. Vergesst das Kommentieren, Teilen und Liken nicht. Und natürlich das Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.